Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974, ja, und es ist jetzt irgendwie Indie Mega Overlord. Das ist Dropsy. Man merkt, das war Lunar Sale. Ich glaube, damit ist. Können wir einen Neustart machen? Glaube ich, ja. Tun wir auch. Das ist ein nettes Point-and-Click-Adventure. Ganz interessantes Setting. Ganz interessantes Artstyle. Ihr werdet das jetzt sehen. Vielleicht mache ich davon auch mehr. Je nachdem, wie ich Bock habe. Smoke. Das sage ich auch ganz ehrlich, ist mir auch egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Wenn ich da Bock zu habe, dann mache ich das trotzdem. Aber das, was ich davon gesehen habe, ist schon interessant. So, ist erstmal Vorgeschichte. Hier, das ist übrigens unser Protagonist, den wir da spielen. Ein etwas eigenwilliger Clown, so möchte ich es mal sagen. Ja, ungefähr eine Vorgeschichte, als wäre er Bruce Wayne. Oder Robin in dem Fall sogar. Tja. Irgendwie nicht so gut gelaufen. Und irgendwie kann ich auch vorwegnehmen, es wird auch irgendwie nicht besser. Also es ist ganz lustig, das kann ich schon mal, glaube ich, erzählen. Obwohl es ein sehr düsteres Setting hat, ist es quietschbunt und auch teilweise recht merkwürdig emotional. Also das, was ich davon gesehen habe, fand ich schon merkwürdig. Also es ist jetzt schon, man kann so sagen, das wäre so die Bezeichnung für schön schrecklich. Und wir gucken uns das einfach mal an. Schöne Bilder, ne? Ja. Geht's auch nicht mehr so gut. Da können wir nichts machen. Auch das Fernsehen ist schlecht, und das wussten wir schon. Ist das ein Telefon? Danke, sie war ein beeindruckendes Publikum. Ups! Alles nicht so schön hier gerade, ne? Also auch das ist wieder ein Titel, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird nicht Mainstream-tauglich sein. Aber auch das ist mir gelinde gesagt relativ egal. So. Na, endet das gut? Ich nehm's vorweg? Nein! Und jetzt beginnt das Game eigentlich als richtig. Aber gewöhnlich an dieses Artstyle werden wir öfter sehen. Da. Na, kommen uns die Bilder bekannt vor. Ah, alles viel schöner. Das Fernsehen funktioniert. Wir nehmen ein paar Sachen mit. Es ist ja schließlich immer ein Point-and-Click-Adventure. Gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. Da. 5 Jahre. Da ist irgendwas passiert. Ja, jetzt hätten wir den Vorspann gesehen. Gucken wir uns mal eine tolle Detektivstory an. Oder Sheriff hast du nicht gesehen. Auch mal ein bisschen Godzilla. Obwohl, das ist so ein bisschen hier, ne? Wie heißen die Riffer da noch? Ja. Kaum mal eine lustige Anspielung drauf. Interessante Talkshow. Ah, mir so ein paar Ärzte-Tipps. Die Werbung der Apotheken-Umschau sozusagen. Ah, sie kochen. Kochen geht immer. Das wisst ihr, das geht in jeder Fernsehsendung. So, ja, morgen, ich mach mal nach aus. Kostet Strom. Das funktioniert. Im Raum. Gut, anrufen wissen wir nicht wen. Okay.
jetzt noch nicht. Was haben wir da? Da blendet er immerhin weg. Das Bad habe ich zum Beispiel beim Testen noch reingelassen. Ja, mehr haben wir nicht hier. Okay. Mit. Schönes. Telefonnummern. So was darf man mir noch nicht zeigen. Okay, er ist irgendwie nicht der Meister im Telefonieren, kann er sein? Es gibt auf jeden Fall ein Telefon. Schönes machen. Nur damit. So, das ist bestimmt die Hundehütte. Kann man auf Hund wechseln. Das habe ich gerade schon rausgefunden. Was auch immer ich jetzt freigeschaltet habe. Wie geil ist das denn? Ist das bescheuert? Ich vermute mal, das hat ja jetzt nicht irgendeinen wichtigen Vorteil. So, da waren wir schon. Okay, können wir irgendwas basteln? Das Ding kenne ich, das kam gerade hier. Das war ein Bild. So, was ist mit dir? Okay, lässt mich nicht vorbei. Was zu essen. Da bietet sich doch das an, was wir aus dem Kühlschrank haben. Boah, ich bin so kreativ, ne? So. Geil, ne? So, was haben wir denn da noch? Also hier kann ich euch sagen, war ich noch nie. Komm, was können wir denn da machen? Soll arbeiten gehen, oder was? Hallo? Ein reicher YouTube-Star. Ja, komm hier. Umarmung, ja genau. War eine super Party. Nein, ich habe kein Geschenk. Doch, habe ich. Hä? Geh da hin, zum Friedhof. Ach, dann haben wir damit die Karte. Ah. Ah. Ja, ich gehe natürlich zu Fuß, aber natürlich gehe ich zu Fuß. Bin ja auch Protagonisten-Idiot, oder was? Okay. Muss also Huni machen. Dann macht Huni das mal eben. Alte Socke. Wie super. Achtung, Wortwitz, da sind wir doch von den Socken. Wenn auch nur von der Socke, verstehst du? So, was haben wir da? Komm, nehmen wir da so eine Tomate mit. Wir sind Clown, dann muss man Tomaten haben. Jedenfalls auf den Augen. Schlüssel damit. Nicht vorstellen, dass ich das mit dem Hund machen kann. Also, nicht, dass ihr das falsch versteht, ne? Dann zahlt da wohl Leute irgendwie Videos über so ein Thema machen, aber. Das geht nicht. Haben wir einen Gegenstand? Socke wahrscheinlich nicht. Okay.
Wo können wir denn hingehen? Okay, was ist das Tolles? Ihr wisst schon, was ich gerade als Idee habe. Straße und so. Was sind wir denn da? Was auch immer. Können wir nicht hinwarpen, ne? Natürlich können wir das nicht. Oh, meinetwegen. Interessante Welt. Okay. Ich gehe mal einfach mal ein bisschen rum. Vermute mal, du willst irgendwas haben und dafür kriege ich was. Ganz toll. Das ist mir schon klar. Tröte gegen Geld. Tomate? Wohl nicht. Nein? Nein, das kannst du mal eine Ahnung kriegen. Aber mit dem Mund kann ich das machen. Natürlich! Schon geht's mir gut. Smith? Du, mir auch. Hilft doch nur eins. Das ist so bescheuert. Die Musik finde ich jetzt hier auch ganz cool. So ein bisschen was, da wird auch Jimi Hendrix draufstehen, so ungefähr. Ich kann einen Kaktus an. Warum soll ich einen Kaktus mitnehmen? Mein Gott, ich könnte jetzt mal. Warum auch ich jetzt immer gegen den Kaktus pinkeln musste. Revier markieren oder was? Nee, läuft. Läuft, verstehst du? Läuft. Was? Alles scheiße? Was ist denn für eine Ansprache immer? Okay. Tja. Ich noch nicht ganz. Aber ich glaube, ihr habt von Dropsy jetzt mal so einen Eindruck bekommen. Und ich sag mal so, ich hätte da schon Bock drauf, das durchzuzocken. Da kann ich wieder sinnlos labern, weil hier stören keine Stimmen. Und das Setting ist so bescheuert. Ja, das dürfte so diese Tim Schäfer-Friends total begeistern. Mal gucken. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.